Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Mein Name ist Petra und heute sprechen wir über alles, was ich im Monat März verdüftelt habe. Das ist wieder einiges. Ich bin ganz zufrieden mit mir und wir starten wie immer mit Dingen, die was mit Düfteln und Duftfirmen zu tun haben, aber nicht notwendigerweise Duftwachs oder Kerzen sind. Da wäre bei mir einmal eine Duftblume leer gegangen. Die hat auch richtig, richtig lange bei uns im Gästebad gestanden. Mittlerweile ist hier unten dann der Boden trocken geworden. Die Blume ist noch nicht ganz trocken. Ich werde sie irgendwo noch zum Austrocknen hinstellen und dann kommt sie weg. Ja, so sieht's aus. Glasbehälter stelle ich. Ach so, nee, Moment. Erstmal, welcher Duft ist es überhaupt? Watermelon Tangerine. Deswegen weiß ich auch, dass es so lange drin war, denn das ist nicht mal ein Winterduft. Das heißt, ich habe das noch irgendwann im Herbst letzten Jahres in den Raum gestellt und ja, jetzt ist es langsam trocken. Ich fand es auch die ganze Zeit gut. Es war wahrnehmbar, wenn da mal gerade kein Duftwachs an war in dem Raum, konnte man trotzdem eben einen angenehmen Duft wahrnehmen und nicht unbedingt den Toilettengeruch. Ja, fand ich sehr angenehm, würde ich immer wieder nachordern. Ich habe noch einige Duftblumen da, fand bisher die meisten von den Düften her gut wahrnehmbar. Ich probiere mich einfach weiter durch und ja, irgendwann werde ich da vielleicht auch noch mal was mir zulegen. Ansonsten, die sind ja auch ab und zu in der Wiffbox. Das passt schon. Dann habe ich zwei Autodüfte hier liegen. Und zwar einmal Pink Haze, der war bei mir im Auto. Ist ein, ja, ein süßlicher, mädchenhafter Geruch, der mir sehr viel Spaß gemacht hat und der auch gut zwei Wochen echt wahrnehmbar war. Ich hatte parallel allerdings auch, und das habe ich auch immer noch im Auto, so ein, ja, wie heißen die, Scentsy Pot in dem Ventilator, gleicher Duft, finde ich gut. Würde ich auch immer wieder nehmen. Und Christmas Cottage war bei meinem Freund im Auto und ich habe auch nichts Negatives gehört. Wird wohl okay gewesen sein. Ja. Dann haben wir ein Putzmittel leer gemacht. Und zwar ein Badreiniger, Bathroom Cleaner von Scentsy in der Duftrichtung Coastal Sunset. Meine liebste Duftrichtung zum Putzen. Ja, langsam neigt es sich dem Ende zu, was ich da an Vorrat habe an Badreinigern. Aber ja, ich würde es immer wieder benutzen. Ich glaube, leider gibt es den Duft nicht mehr. Das ist echt schade, denn das Produkt finde ich wirklich gut so. Ich finde, der Badreiniger, der arbeitet ja mit Hilfe von einer Zitronensäure. Der kriegt richtig gut Kalkflecken weg. Tut es also wunderbar im Bad. Und ich würde den immer wieder nehmen. Aber manche Duftrichtungen geben mir so nichts. In dieser Duftrichtung würde ich ihn immer wieder nehmen. Genau. Ja. Muss ich mal darauf achten, wenn mal wieder so ein Sale ist, ob das vielleicht da nochmal die Reste abverkauft werden. Dann würde ich nochmal zuschlagen. Dann machen wir die Kerzen. Da habe ich vier Stück, wie auch im Grunde in jedem Monat, wenn es größere Kerzen sind, sonst sind es auch manchmal mehr. Ich habe einmal von Yankee Candle Home Inspiration Sweet Jasmine. Die habe ich nicht abgebrannt, die habe ich mir komplett zu Melz umgewandelt. Finde ich einen angenehmen, aber ein bisschen künstlichen floralen Duft. Er ist süß, er riecht nach Jasmin. Es heißt nicht Sweet Jasmine, es heißt Sunset Jasmine. Ja, aber ja, gefällt mir, würde ich ja nicht unbedingt nachkaufen. Ich habe ja jetzt einige davon da, kann die durchprobieren und ein bisschen genießen und dann ist auch gut damit. Aber er ist angenehm, ja. Angenehm ist er auf jeden Fall. Dann habe ich hier auch Yankee Candle Sweet Plum Sake. Der war ja vorletztes Jahr in der Sommerkollektion, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall riecht er ja angenehm süß nach ja, Pflaumenwein. Ich finde ihn schön und ich finde, er performt auch gut. Man nimmt ihn gut im Raum wahr, wenn er flüssig ist. Habe ich beim Umschmelzen gemerkt und ich meine, ich habe auch schon was davon benutzt. Werden wir gleich sehen, ob es schon leer ist. Ich mag den. Ich brauche den jetzt nicht in größeren Mengen. Ich habe ja jetzt irgendwie aus so einem Glas kriegt man immer 9 Clamshells. Finde ich gut. Werde ich gerne benutzen. Aber ich glaube, dann ist auch gut. Ist jetzt nicht so der Traumduft, den ich in Riesenmengen brauche. Auch umgewandelt habe ich aus dem letzten Jahr Sommerkollektion, glaube ich. Oder Frühjahr, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich Frühjahr.
Den Cucumber Mint Cooler. Das war so ein Signature-Glas. Ich finde die ja ganz schön. Ich benutze die auch gerne zum Nachfüllen, also um wieder eine Kerze reinzugießen, die dann auch bei uns abgebrannt wird. Ich habe so einen Raum im Haus, wo eben Kerzen auch gebrannt werden. Die sind aber eigentlich immer ohne Duft, weil ja Duftlampen an sind und Duft abgeben. Aber so fürs Ambiente finde ich die Form ganz schön. Cucumber Mint Cooler finde ich auch gut. Er riecht frisch, er riecht ein bisschen minzig. Für mich kommt aber aus dieser Gurkennote durchaus auch so eine, weiß ich nicht, süße Melonennote mit durch. Ich weiß nicht, ob da auch Melone drin war. Ich finde ihn angenehm, ja. Gefällt mir sehr gut. Werde ich sowohl im Frühjahr als auch im Sommer gerne benutzen. Von daher ist er jetzt einfach mal in meiner Sammlung drin als Tarts. Und das letzte Glas hat überhaupt kein Label mehr, denn das habe ich gebraucht. Damit habe ich nämlich ein Brick nachgefüllt, also so ein riesen Clamshell-Teil von Scentsy. Die Kerze hier ist von Bath & Body Works und war die A Thousand Wishes. Das finde ich einen wunderschönen, feminin parfümigen Geruch. Ich habe ihn noch nicht dann warm ausprobiert, aber beim Umschmelzen habe ich schon gemerkt, wie gut er mir gefällt. Und da freue ich mich ganz, ganz dolle drauf, den dann wirklich in die Duftlampen zu schmeißen. Bath & Body Works Wachse funktionieren immer super und ich habe damit gar keine Probleme. Deswegen wird das ein Träumchen von Dufterlebnissen, die ich damit haben werde. Würde ich immer wieder nachkaufen, auf jeden Fall. Dann sind wir schon bei den Kleinigkeiten. Mein Körbchen ist mittelstark gefüllt. Wir gehen da einfach mal durch. Ich habe diesmal überhaupt keine Teelichter leer gebraucht, was nicht heißt, dass meine Teelichtlampen nicht gelaufen sind, sondern einfach nur, dass keine Packung leer gegangen ist. Eine ist kurz vorm Leergehen jetzt, dann wird nächsten Monat wieder eine da sein. Es sind meistens halt so etwa 90 Teelichter, die ich im Monat brauche. So, ja, drei pro Tag im Schnitt könnte gut hinkommen. Und dann ist immer mal ein Monat im Jahr dabei, wo ich keins habe. Also habe ich im Moment keine Teelichtverpackung leer. Ich habe aber von der Lieben sehr viel ausprobiert. Velvet Rose. Ein klassischer Rosenduft für meine Nase. Sanft und süß. Rosig-blumig, floral. Ist mir ein bisschen zu rosig. Ich bin ja nicht Frau Rose. Ich bin nicht so der Fan von starken Rosennoten, die pur da sind. Der ist okay, aber ich bräuchte jetzt nicht mehr davon. Richtig toll fand ich von Traumdüfte Purple Hooters. Da hatte ich mir so eine Tafel mal gießen lassen. Habe ich geliebt. Habe ich sowohl solo geliebt, als auch gemischt mit einigen meiner Düfte. Es war ein Träumchen. Es war richtig, richtig schön, besonders mit, kommt glaube ich gleich, Sexy as Sin von mir und mit dem Lush Dupe zu Sexbomb. Ja, damit gemischt ist Purple Hooters ein Traum, aber auch alleine mag ich ihn super, super gerne. Ich bin froh, dass ich mir da nochmal habe eine Tafel machen lassen, sodass ich sowas nochmal machen kann und weiterhin diesen schönen Duft genießen kann. Jederzeit wieder. Auch von Serpils Düfte Plum Fairy, ein süßlich-fruchtiger Duft, der mir auch ganz gut gefiel. Dann habe ich noch Pink Jasmine and Patchouli, ebenfalls von Serpil. Ja, war okay. Der war ein bisschen parfümig, bisschen ja, feminin parfümig. Gefiel mir, aber bräuchte ich jetzt auch keine Riesenmengen von. Island von Serpil war sehr frisch und angenehm, habe ich gemocht, war bei uns auch im Bad an, war sehr, sehr schön. Sugared Blossom roch im Grunde ein bisschen wie das Sugared Blossom von Yankee Candle Home Inspiration, glaube ich. Also nach einem übersüßten, floralen, femininen, parfümigen Duft. Mag ich aber, finde ich schön. Würde ich auch immer wieder nehmen. Luxurious Linen. Auch von Serpil. Erinnert mich immer ein bisschen an Jammy Time. Geht so in dieselbe Richtung. Ich bin davon überzeugt, dass auch Duftwicke drin und Lavendel. Finde ich sehr angenehm, würde ich auch immer wieder nehmen. Und dann ebenfalls von Serpil, Amber Chocolate. Das war auch wieder so ein parfümig,
foodiger Duft, also schon richtig so ein Gourmand-Parfüm. Eine Mischung aus Schokolade und Amber. War richtig schön und würde ich auch immer, immer wieder nehmen. Und dann habe ich von Yankee Candle Home Inspiration den Evening Lavender White Birch ausprobiert. Ich meine, und ich bin relativ sicher, dass ich die Kerze auch hatte und dass ich dazu auch Clamshells gemacht habe. Ich finde den Duft sehr angenehm. Der ist nicht besonders stark. Er ist von Yankee Candle Home Inspiration. Das muss man im Hinterkopf behalten. Aber er ist angenehm und liegt richtig schön im Raum. Ach, ich mag den. Es ist eine ganz sanfte, krautige Lavendelnote. Und dann eben durch dieses White Birch holzig, hell untermalt, sodass es echt auch schon wieder parfümig ist. Richtig, richtig schön. Mag ich sehr, sehr gerne. Würde ich auch immer wieder nehmen. Traumdüfte Blueberry hat dasselbe Schicksal ereilt wie der Purple Hooters eben. Ich hatte mir eine Tafel davon machen lassen, habe den pur probiert. Pur gefiel er mir, ja, es war ein Bärenduft. Aber da war nichts Besonderes. Als ich dann angefangen habe, ihn zu mischen mit anderen Düften, gefiel er mir richtig gut. Auch mit Purple Hooters, aber auch mit den eben genannten Sex Bomb und Sexy as Sin, die ich mir selber mal gemacht hatte. Ein Traum von Duft. Wirklich schön, auch Blueberry hat das sehr, sehr schön gemacht. Wildberry Mousse hingegen habe ich fast nur pur benutzt und war bei mir öfters in der Küche an und da auch richtig, richtig schön. Ich mag so ja, süße Beerendüfte auch wirklich gerne in der Küche und habe den da genossen und rauf und runter gedüftelt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Von mir selbst habe ich hier einmal Dior Homme. Ein maskulines Schätzchen, was bei mir im Bad wirklich gerne düfteln darf. Sowas habe ich da immer gerne. Genau wie der Hidden Scent, der auch so ein maskuliner, aquatischer Duft war und im Bad viel genutzt wurde. Aura, auch von mir, ist ein Dupe zum Parfüm von Mugler, Aura. Und auch den liebe ich total. Und der bringt mich auch immer in so eine Wellness-Stimmung. Der darf auch immer gerne im Bad düfteln. Und da war er und hat gute Dienste geleistet. Würde ich immer wieder nehmen. Traumdüfte Toasted Coconut Mocha war in der Küche an und riecht richtig, richtig schön nach einer Mischung aus Kaffee und Kokosnuss. Ich liebe den total. Und der performt auch gut in der Küche. Den nehme ich da richtig gut wahr über den Tag und ich würde ihn immer wieder nehmen. Ich glaube, ich habe aber auch noch ein bisschen davon. Hier ist noch ein Hidden Scent von mir, also maskulin und einfach schön. Und das war auch eine Tafel in Marshmallow Confection von Traumdüfte. Auch der wunder, wunderschön. Den habe ich gerne in der Küche gemischt. Ich weiß aber gar nicht mehr womit. Ich glaube mit so Kaffeedüften. Das war richtig schön, um den zu süßen, diesen Kaffeegeruch. Fand ich super. Fand ich richtig gut. Ich hoffe, wir kommen dann gleich auch zu dem Kaffeeduft, mit dem ich das gemacht habe. Ja, ansonsten glaubt mir einfach, mit Kaffeedüften zusammen riecht Marshmallow Confection einfach traumhaft. Ja, dann fange ich schon mal mit Scentsy an. Da habe ich diesmal 24, 26 Stück hier liegen und wir gehen die einfach durch, wie sie kommen. Ich habe verbraucht Mariposa Lili. Ein angenehm süßlich floraler Duft, der aber eben gar nicht so ja, blumenladenfloral ist, dass er mich stören würde oder dass er vielleicht Kopfschmerzen hervorrufen würde. Das hat er absolut nicht gemacht. Sehr angenehmer, mittelstarker floraler Duft, der mir ganz gut gefallen hat, muss ich sagen. Mariposa Lili würde ich sogar wieder kaufen. Der Everlasting Gobstopper von, heißt der so? Gobstopper, ja. Von der Willy Wonka-Reihe war bei uns in der Lampe und ja, was soll ich sagen? Essen, ja. Vanillig, zitrischer Duft. Orange, würde ich sagen. So ein bisschen in Richtung Orange Creamsicle. Aber er ist so wenig besonders und er war auch in der Performance nur durchschnittlich. Deswegen bin ich ganz zufrieden, dass ich diese Kollektion nur einmal gekauft habe und wein dem auch nicht hinterher. Ist halt so. Der war hier, der hat es gut getan. Es ist aber auch okay, dass er jetzt geht.
Die nächsten 6 Stück. Da habe ich einmal den Cloudberry Dreams. Viele Leute mögen ihn nicht. Ich mag ihn. Ich finde ihn angenehm. Es ist für mich wirklich auch ein Wäscheduft. Deswegen war er wohl auch mal in der Wäschelinie. Ich glaube, da ist er auch nicht mehr drin. Ich finde ihn aber eigentlich wirklich angenehm. Er ist ein fluffig, bäriger Duft. Süß, sauber. Er riecht nicht wie so ein typischer Wäscheduft, sondern wirklich eher nach süßen, fluffigen Beeren. Und das mag ich wirklich gerne an ihm. Ich finde ihn gut, ich kann ihn gut im Frühling, ich kann ihn im Sommer düfteln, ich finde ihn einfach schön. Der Peter Pan Duft, Sweet and Sassy, war auch in der Lampe und ja, auch der ist in Ordnung, aber nichts Besonderes. Weder performt er außerordentlich gut, noch finde ich ist den Geruch außergewöhnlich gut. Ich finde ihn okay und wann auch dem nicht hinterher. Sweet and Sassy, wunderschönes Label, wunderschöne Verpackung, aber kein besonderer Traumduft. Im Gegensatz zum stinknormalen Katalogduft Pink Rhubarb Sugar, den ich wirklich so schön finde. Eine wunderschön, super knackig süße Rhabarbernote. Sehr mädchenhaft, sehr stark. Super Performance, der hält und hält und hält. Den braucht man nach 2 Tagen auch noch nicht aus der Lampe nehmen. Ich mache das trotzdem, weil ich dann wieder was Neues haben will. Ich mag den einfach. Den kaufe ich immer wieder. Pink Rhubarb Sugar ist einer meiner Lieblinge. Wildflower Cotton. Von dem war ich überrascht. Ich hatte nicht viel erwartet, fand ihn dann aber wirklich angenehm im Raum. Ich finde im kalten Zustand, auch hier am leeren Clamshell, riecht er dezent. Er riecht nach einem Wäscheduft mit, ja, einem floralen Aspekt. Er riecht wie warme, frisch gewaschene Wäsche, die in der Sonne vielleicht getrocknet ist und dadurch warm ist. Warm fand ich ihn richtig, richtig schön. Der hat sich so schön im Raum verteilt und ist so, ja, auch von einem Raum in den nächsten gezogen, dass ich den richtig gut fand und Wildflower Cotton jederzeit wieder kaufen würde. Finde ich super. Gefällt mir. Chocolate Coconut Cream war natürlich in der Küche mit an. Den mag ich da richtig gerne. Es ist ein sehr foodie, warmer, einlullender Duft, der aber durch die Kokosnote eben irgendwie auch in Richtung Sommer weist. Und deswegen hatte ich den jetzt mit in der Lampe und fand ihn richtig gut. Richtig, richtig gut. Könnte ein schöner so Nutella-Ersatz sein, so ein Aufstrich aufs Brot. Lecker, lecker. Ich glaube, der war furchtbar. Pillow Time aus der Catching Seas Collection. Gefiel mir gar nicht. Der hat einfach nur einen seifigen Charakter. Ich mochte den Geruch nicht, die Performance war nicht gut, was ja dann wieder gut ist, wenn man den Geruch nicht mag. Der gibt mir nichts. Pillow Time bräuchte ich nicht mehr. Ich glaube, ich habe leider. Ich glaube, ich habe noch eins. Ich werde das wohl auch überleben. Also es war nicht grausam, dass ich ihn ausmachen musste, aber ich habe ihn nicht wirklich genossen. Die nächsten 6. Fearless by Nature. Ein sehr grüner, waldiger Duft, der ja auch ein bisschen moosig riecht. Ich kann den ab und an so einmal im Jahr düfteln, aber auch der wird nie unter meinen Traumdüften landen. Deswegen ist Fearless by Nature auch wieder okay, dass er leer gebraucht ist. Ich finde den nicht so wirklich schön. Happy Hibiscus fand ich leider auch nicht so dolle in der Performance. Ich liebe Hibiskusdüfte. Aber auch hier am leeren Clamshell rieche ich jetzt kaum noch was. Was schade ist, denn der hätte echt schön sein können, aber er war auch super sanft in der Performance und Happy Hibiscus oder Hibiscus würde ich nicht nachkaufen. Im Gegensatz zum Pink Lemon Water, der wirklich ein schöner, süß-zitrischer Duft ist, der mich total in gute Laune versetzt. Solche Düfte liebe ich. Gerade so, wenn es langsam heller wird halt draußen und die Tage länger und man bessere Laune kriegt, ist der super. Der passt so einfach zu diesem Gefühl, was dann kommt im Frühling. Und Pink Lemon Water würde ich jederzeit wieder nehmen.
Hier kommt noch einer aus der Catching Seas Collection. Hoffentlich war der das nicht. Ja, ich glaube, der war das. Dann ist Pillow Time gar nicht so schlimm gewesen. Aus der Catching Seas Collection, der Sleep Happy. Den finde ich richtig grausam. Ja, der hat so eine, ich weiß auch nicht, so eine künstliche, flüssiges Plastikunternote oder Knete. Den mag ich einfach nicht. Ja, der andere gibt mir nur nichts. Hier, den mag ich auch nicht. Also die Catching Seas Reihe war nicht so meins, glaube ich. Und das ist auch gut, dass ich davon nicht so viel hier habe. Der Lemon Drizzle Cake hingegen, den finde ich immer schön. Das ist so ein richtig schöner Zitronenrührkuchen mit frisch der Glasur drauf. Passt super in den Frühling, war auch mal aus einer Osterkollektion. Der ist einfach nur schön. Den mag ich sehr, sehr gerne. Lemon Drizzle Cake darf hier immer wieder düfteln. Ich glaube, ich habe davon auch noch ein bisschen was. Von daher wird der auch weiter gedüftelt. Der Lavender Violet war auch ganz schön. Ein angenehmer Lavendelduft gemischt mit eben anderen floralen Noten, unter anderem dem Veilchen. Finde ich schön. Der Lavendel ist dominant, aber der hat eben mal ja eine andere Facette als viele andere Lavendeldüfte, die ja bei allen Kerzen- und Wachsfirmen gerne mit Zitrone gemischt werden oder mit Vanille. Hier ist er mal mit anderen floralen Noten und das fand ich auch ganz schön. Nicht super stark in der Performance, nicht super lang anhaltend, aber richtig schön. Lavender Violet gefiel mir gut. Es geht weiter mit Clementine Blossom. Ja, der Blüte eines mandarinenartigen Strauches, Baumes. Der war eher floral als zitrisch. Es ist eine angenehme, frühlingshafte, florale Note, die ein bisschen auch was Fruchtiges hat, aber eben gar nicht so doll, wie man denken könnte, bei dem Namen, wo dieses Clementine ja vorne steht. Das ist wie Orangenblüte, ne? Das riecht auch nicht nach Orange. Ich finde ihn sehr schön. Sehr frühlingshaft, gefällt mir gut, war in der Performance durchschnittlich, ist vollkommen okay, würde ich jederzeit auch wieder nehmen. Salted Lavender riecht auch wieder nach Lavendel, wie der Name schon sagt. Aber dann eben so eine aquatisch-maritime Note dazu, was ich auch sehr interessant finde. Wäre bestimmt auch eine schöne Note in Parfums. Könnte ich mir da gut vorstellen. Ist aber auch als Raumduft wirklich schön. Habe ich genossen. Salted Lavender gefiel mir gut. Spring has sprung. Ja, als dann der Frühling anfing, dachte ich ja, das wäre der optimale Duft. Ja, er ist frühlingshaft, das ist er. Aber er ist auch sehr, sehr leise. Ist weder langanhaltend noch besonders stark. Wäre er stärker, würde er super in den Frühlingsanfang passen. Aber so, man muss ihn dann vielleicht in kleineren Räumen düfteln. Mir hat er auch wieder nicht viel gegeben. Ich würde ihn deshalb auch nicht nachkaufen, wenn es ihn nochmal gibt. Einfach weil die Performance nicht so gut ist. Pink Sunshine. Daran kann ich mich gar nicht so wirklich erinnern. Ah, doch. Der war apfelartig irgendwie. Für mich hat der eine Apfelnote drin. Ich fand den ganz okay. Auch als Frühlingsduft wirklich gut geeignet. Durchschnitt, aber eben, ich kann auch nichts Schlechtes über den sagen. Auch in der Performance war der echt okay. Sehr apfelig für meinen Geschmack. Ich weiß nicht, woher der Apfel kam. Ich weiß auch nicht, ob überhaupt welcher drin ist. Ich habe Apfel wahrgenommen. My Hero. Ein maskuliner Duft, wie man schon an der Farbe erkennen kann. Hat mich leider auch enttäuscht. Der riecht für mich wie das Duschgel eines älteren Mannes. Nichts Besonderes. Auch in der Performance eher enttäuschend. Was dann wieder nicht so schlimm ist bei so einem Duschgelduft, würde ich nicht nachkaufen, My Hero. Es gibt so viele schönere maskuline Düfte. Eine positive Überraschung habe ich hier aber auch noch, nämlich Dream Big Princess. Ich hatte den, der war ja nur so kurz im Angebot zuerst,
Da hatte ich ihn, glaube ich, nur einmal bestellt und dann irgendwann habe ich ihn noch einmal oder so, oder ich hatte ihn in den Club gelegt und dann noch einmal kommen lassen, weil er mir kalt sehr schwach vorkam. Das ist er aber nicht. Ich fand ihn in der Performance richtig gut und kann auch jetzt hier am Clamshell wirklich nochmal diesen Duft genießen. Es ist ein schöner, floral süßer Duft, der schon so ein bisschen ins Parfümige wieder reingeht. Ich mag den, oder in so ein Bodyspray. Den fand ich richtig gut und ja, den können Sie gerne immer mal wieder bringen. Den würde ich noch mal nehmen. Finde ich gut. Sowas muss ja auch gehen. Dann habe ich hier Give Me Passion Flower. Ein Passionsfruchtduft. Nein, Passionsblume. Passion Flower, nicht Fruit. Er ist auch floral, exotisch, süßlich, aber ein bisschen schwach in der Performance. Es ist ein richtig schöner Duft, aber ich finde ihn zu schwach in der Performance. Aufgrund dieser Tatsache, dass der nicht gut performt bei mir hier im Haus, würde ich ihn eher nicht wieder kaufen. Aber der Duft ist schön. Den Duft würde ich immer wieder nehmen. Radiator Springs. Zitrisch, süß, einfach schön. Ich muss dazu nicht viel sagen, ich finde den einfach gut. Der darf bei uns immer wieder düfteln und den können Sie auch gerne zurückbringen. Ich würde mich freuen. Pink Promenade. Ich weiß gar nicht mehr, woher ich den hatte und was das überhaupt war. War der nicht in irgendeinem Sale mal drin? Der ist ziemlich floral, sehr feminin floral, sehr süß auch. Ist mir schon fast zu süß floral. Das ist auch nicht so mein Traumduft, aber von der Performance kann ich mich nicht beschweren. Da hat er gut mitgemacht. Ja, gar keine Probleme. Happily Ever After ist der Cinderella-Duft. Hat mir am Anfang, als ich den kennengelernt habe, vor 2, 3 Jahren oder noch länger her, so wenig gegeben. Mittlerweile finde ich ihn schön, aber ich kann ihn auch nicht oft düfteln. So ein, zweimal im Jahr finde ich den richtig gut. Er ist ein absolut floraler, pudriger Duft, den ich aber wirklich schön finde, ja. Sehr frühlingshaft, sehr schön. Auch das Label gefällt mir gut. Würde ich wieder kaufen. Candy Crave hingegen, ist wieder so einer, der mir nicht so viel gibt. Der auch irgendwie richtig schwach ist im Duft. Ich glaube, dass da so Sachen wie Marshmallow drin sind, die einfach nicht so super stark riechen. Nee. Ist einfach, ja, ein schwacher Zeitgenosse, der okay war, den mal gehabt zu haben, aber den bräuchte ich nicht mehr. Love and Kisses Mini finde ich ganz schön, hatte ich aber schöner in Erinnerung, als er dann jetzt in der Lampe war. Ja, ich finde ihn nett, ja, aber nichts Besonderes. Da gibt es echt schönere Düfte. War okay, den nochmal gerochen zu haben. Ich würde den auch wieder kaufen, das ist immer mal wieder schön, aber den bräuchte ich nicht im Club oder sowas. Da weine ich nicht, dass ich ihn nicht in den Club getan habe. Ja, jetzt kommen wir zu so gemischten Sachen, die bei mir leer gegangen sind. Aufgefüllte Clamshells, Eigenkreationen, was auch immer. Yankee Candle Pink Lady Slipper. Ja, einer meiner Herzensdüfte von Yankee Candle. Ich liebe ihn sehr, obwohl er sehr floral ist. Obwohl er sehr süß ist. Ich verbinde einfach damit richtig schöne Erinnerungen von vor vielen, vielen Jahren, als der noch im Standardsortiment von Yankee Candle war. Und Pink Lady Slipper würde ich immer, immer wieder nehmen und benutze den wirklich gerne im Frühjahr. Irish Candle Wild Lavender war so ein krautiger Lavendelgeruch, der auch mal schön war. Besonders im Schlafzimmer, so als Einschlafhilfe habe ich den sehr gerne genossen. War okay, den gehabt zu haben. Den habe ich irgendwann mal in Dublin gekauft. War so eine kleine Kerze. Da waren irgendwie anderthalb Clamshells draus geworden. Es ist okay, wenn er jetzt weg ist. Krautige Lavendeldüfte findet man eigentlich überall. Das nächste ist Bath & Body Works Champagne Toast.
Den mag ich auch sehr gerne. Der ist parfümig, süß, er ist stark. Er ist, wie man es bei Bath & Body Works eigentlich aus Erfahrung weiß, ein raumfüllender Duft. Richtig, richtig schön und den habe ich sehr genossen. Ich glaube, das war vielleicht mein letztes Clamshell oder eins der letzten. Würde ich aber auf jeden Fall immer wieder nehmen. Haribo Berry Mix. Ja. Ja, wie eine Haribo-Tüte, ne? Wenn man da so eine dunkle, bierige Sorte hat und da so reinriecht. Sehr süß, sehr zuckrig, sehr künstlich. Aber auch mal spannend, ne? Klebriges Wachs. Das fand ich nicht so schön bei diesen Haribo-Sachen. Aber sonst finde ich den, kann man machen. Ich bräuchte den auch nicht nachkaufen, aber man kann den machen. Genau wie der Tropical Fun. Der ist dann eher so, ja, wie in so eine Colorado-Tüte reingerochen, wo eben auch, oder gibt es nicht auch Tropi Frutti oder sowas? In so eine Tüte reingerochen. Kann man machen. Kann man machen, muss man nicht. Ich würde die jetzt auch nicht nachkaufen, aber was ich davon da habe, ist okay und werde ich sicherlich auch brauchen. Wir schauen mal weiter. Yankee Candle Home Inspiration Cherry Vanilla. Eine schöne Mischung aus einer saftigen Kirsche und einer richtig schönen süßen, foodigen Vanille. Gefällt mir sehr gut und ist für Home Inspiration auch richtig, richtig stark. Das freut mich total. Dann habe ich hier einmal Boden geschmissen und einmal so zwei Düfte von mir. Und zwar nochmal einmal den Aura, den Thierry Mugler Duft und einmal Sweet Dreams. Das war auch so ein ganz sanfter, floraler, cremiger Einschlafhelfer. Ja, genau so würde ich es nennen. Das wird total angenehm. Riecht so ein bisschen nach einer Mischung aus Lavendel, Babypuder, bisschen was Süßes drin. Gefiel mir gut. DW Home und Ray Dunn zusammen haben True Love gemacht. Ja, das war so ein Schokoladen-Erdbeerduft, glaube ich. Ja, weiß nicht. Ist nicht so der Duft, den ich wählen würde. Ich hatte die Kerze damals für das Gefäß gekauft. Ich kann den ertragen, das ist völlig okay, aber ich würde den nicht für den Duft kaufen. Hier ist noch mal von Haribo Coconut Lime. Der gefällt mir am besten. Der ist richtig angenehm. Man hat eine richtig schöne Kokosnote, wie sie auch bei diesen, boah, wie heißen die Dinger denn von Haribo? Kennt ihr die mit dem Lakritz in der Mitte und außen diese Kokosfasern, wie dieses Kokos? Und dann zusammen mit einer Limette. Sehr angenehm, sehr sommerlich auch, finde ich gut, würde ich auch jederzeit wieder nehmen. Ja, nicht gezielt nachkaufen, aber den würde ich wegkriegen. Yankee Candle Home Inspiration Midnight Magnolia. Ja, ein eher dezenter, floraler Duft. Ein bisschen was dunkel-mystisches an sich hat, was wohl diese Mitternacht darstellen soll. Ist ganz schön, ist aber Home Inspiration bedingt eher ein leichter Duft und ja, würde jetzt von mir nicht unbedingt nachgekauft werden. Ich mache mal zwischendurch hier so einen Stapel Scentshots von Traumdüfte, Vanilla Birch. Ich liebe Vanilla Birch. Ein richtig, richtig schöner, leicht holziger, parfümiger Vanilleduft, der pur super schön ist. Auch zum Mischen richtig schön. Ich mag ihn sehr gerne und trauere ihm schon ein bisschen hinterher. Vintage Bookstore, einer meiner Lieblingstraumdüfte. Ein so schön. Ein so schön parfümig, papierender Duft, ein bisschen eine Ledernote drin. Ich finde ihn traumhaft schön. Wirklich traumhaft schön. Vintage Bookstore. Ich liebe ihn. Redberry. Ja, war eine rote Beere, ne? War okay. Ja, absolut okay. Würde ich auch wieder nehmen. Hazy Pink hat mir gut gefallen. Ist ja, glaube ich, eine von Pink Haze
von Sensi inspirierte Duftnote. Hat mir gut gefallen, ja. Ist süßlich, mädchenhaft. Gefiel mir, ja. Gefiel mir gut. Und Träume gefiel mir auch gut. Ja, ich mag die Dinger einfach. Die sind bei mir oft im Bad an und ich genieße dann jeden Atemzug, den ich da nehme. Wirklich, also Wahnsinn. Oh, mal hier zwischendurch ein bisschen was. Hier ist nochmal Traumdüfte Vintage Library. Nicht zu verwechseln mit Vintage Bookstore. Ist auch eine parfümige Note und auch Papieren und Ledern. Aber wesentlich schwächer als der Bookstore und auch nicht so außergewöhnlich. So, ja, er hat halt nicht die Erinnerungen, die ich mit dem Vintage Bookstore verbinde, hat dieser Duft leider nicht für mich. Ich mag ihn auch, Vintage Library, ein richtig schöner Duft, aber dem traue ich nicht so hinterher. Von Rituals Sakura habe ich einmal leer gemacht. Das hatte ich mir auch abgefüllt in Clamshells. Finde ich einen richtig schönen Duft. Ja, es riecht genauso wie Duschgel, Bodylotion und was es nicht alles gibt von Sakura. Richtig gut und mag ich. Mag ich einfach, würde ich auch immer wieder nehmen. Hier ist noch so ein Stapel mit Clamshells. Die machen wir jetzt auch mal wieder. Ich glaube, da kommt auch gleich der Kaffeeduft, von dem ich eben gesprochen habe. Juwelkerze. Lovely Koala. Juwelkerze bin ich eigentlich nicht so ein Fan von, weil die Wachse davon meist sehr schwach riechen. Der Lovely Koala ist eine Ausnahme. Der ist wunderschön. Eine wunderschöne, helle, florale Note. Mit ein bisschen Süße. Den einfach schön. Und der performt auch richtig gut. Lovely Koala würde ich jederzeit wieder nehmen. Goose Creek Love Letters. Der ist auch so lieblich, süß, parfümig, feminin. Auch den mag ich so gerne. Und ja, ich würde auch den immer wieder nehmen. Love Letters. Wunderschöner Duft. Ah, es war gar kein Kaffeeduft, es war ein Kakaoduft. Und zwar Profissimo heiße Schoki. Damit hatte ich den Marshmallow Confection von Traumdüfte öfters geleert. Also was heißt geleert? Gemischt. Und das war immer schön. Weil, ja, die heiße Schoki finde ich ganz gut. Ist eine schöne Kakaonote, aber mir fehlt so ein bisschen Süße. Und die hat der Marshmallow Confection da reingebracht. Und so war das dann perfekt. Perfektes Duo. Heiße Schoki von Profissimo performt aber super. DW Home mit Ray Dunn, Champagne Rose. Hatte ich auch für das Gefäß gekauft damals. Aber der ist völlig okay. Der riecht sehr rosig, pudrig. Und zwar auch die Rose, die ich nicht so mag. Aber durch den Champagne, durch den Champagner, kommt da etwas spritzig-zitrisches da rein. So dass das insgesamt wieder eine schöne Note ist. Ich würde es nicht unbedingt nachkaufen, aber es ist jetzt nicht so schlimm, das zu verwenden. Von Emmy Gray hatte ich Pure Peony and Jasmine. Auch ein sehr floraler, frühlingshafter Duft, der auch nicht besonders stark war. Damals ging es auch eher um die Blumen als um die Kerze, die dabei war. Ja, ich habe es von meinem Freund geschenkt gekriegt, deswegen mag ich es sehr. Der Duft an sich ist ein bisschen schwach auf der Brust. Er ist schön, aber ein bisschen schwach. Und von Glade habe ich noch den Cozy Vanilla Cappuccino, ein Clamshell leer gemacht. Mag ich sehr gerne. Eine richtig schöne, süße Vanille Cappuccino Duftart, die mir richtig gut gefällt und die auch von der Performance durchaus gut ist. Für eine Glade-Kerze. Super, kann ich mich gar nicht beschweren. Hier ist noch so eine Mini-Probe von Sensi, so eine Party-Probe in Coastal Sunset. Ich liebe diesen Duft. Er ist Erdkokos drin. Er ist maritim. Ich finde ihn einfach schön. Richtig schön und werde den immer, immer wieder kaufen. Jetzt kommen dann noch so ein paar Traumdüfte und größere Clamshells. Wir schauen mal. Oasis. Ein frischer, aquatischer Duft von Traumdüfte, den ich sehr mag. Den die liebe Jenny mir dann auch mal in einer größeren Menge als Dankeschön gemacht hat. Oh, ich finde den so schön.
Super, ein super Badezimmerduft würde ich immer wieder nehmen und ich habe zum Glück davon noch einiges da. Tutti Frutti, gemischte Früchte, war völlig okay, hatte ich in der Küche mal an. Fruchtig geht da immer, finde ich, und hat auch gut performt. Kiwi-Eiscreme, wie der Name schon sagt, Kiwi-Note, eine vanillige Note, eine kühle Note. Angenehm, absolut angenehm, war auch in der Küche an. Aber das Beste und langanhaltendste von Traumdüfte, was ich in den Lampen hatte, war Watermelon and Coconut. Ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, aber dieser Duft, wenn der kalt riecht, finde ich den auch, also wenn ich den kalt rieche, finde ich ihn unspektakulär. Ja, man riecht Kokos, man riecht Wassermelone. Aber der war warm, so schön und so stark. Und ich hatte ihn 3 Tage wirklich in der Lampe. Und dann habe ich gedacht, jetzt will ich aber mal was anderes. Er hätte auch noch länger durchgehalten. Der war mega, richtig gut. Watermelon and Coconut von Traumdüfte. Fand ich super. Richtig schön. Von mir selber Sexy as Sin, eben erwähnt. Gerne gemischt mit ein bisschen von Purple Hooters oder von Booberry. Ist ein sehr parfümiger, femininer Duft, der auch wirklich schön im Raum rauskommt. Ich mag den pur, ich mag den aber insbesondere neuerdings halt gemischt. Richtig gut. Da ist der andere von den beiden, Sexbomb. Der Lush-Duft Sexbomb. Der hat eine Jasmin drin. Der ist süß. Ich mag ihn einfach. Auch der pur, super, gemischt, super. Mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier nochmal den Dreams. Hatten wir eben drüber geredet. Auch ein sehr schöner Duft. Der Dior Homme. Maskulin. Auch richtig schön. Hier ist noch ein Dior Homme. Und das letzte ist dann noch ein Angel. Wieder ein Thierry Mugler Duft. Der auch wirklich gut getroffen war. Ich finde den aber als Raumduft nicht so super geeignet. Ich mag den lieber als Körperduft, als Parfum, als Raumduft. Aber er war schön. Ich kann mich da gar nicht beschweren. Das ist alles. Ich finde, ich habe ganz gut gedüftelt. Wenn ich mir jetzt hier unten meinen Wäschekorb so angucke, wo ich das immer alles reinschmeiße, ist der gut gefüllt. Ich finde, ich hatte einen wunderschönen Düftelmonat. Ich hatte ein paar Überraschungen dabei, positive wie negative, aber das macht ja auch ebenso viel Spaß an diesem Hobby, dass man immer wieder was Neues entdeckt und sich überraschen lassen kann und manchmal eben auch, ja, positiv oder negativ überrascht wird. Es ist einfach eine spannende Reise. Was habt ihr denn Schönes verdüftelt im Monat März? Lasst mich das gerne wissen. Habt ihr irgendeinen tollen Duft für euch entdeckt, den ihr nicht mehr missen wollt? Auch das, schreibt das gerne in die Kommentare. Egal was, schreibt einfach irgendwas in die Kommentare. Lasst uns in Kontakt treten. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich euch einfach nur einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen wunderschönen Tag, wann immer ihr das Video gesehen habt. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Eure Petra.